Ja, danke fürs Einschalten. Ihr habt jetzt hier bestimmt eingeschaltet, weil ihr wissen wollt, wie ihr euch kostengünstig in euer Heimnetz verbinden könnt. Da habe ich ein paar Lösungsvorschläge für euch und vor allem auch ein paar günstige Lösungsvorschläge. Wir gehen mal zu unserer Problemstellung. Was will ich eigentlich machen? Naja, ich möchte mich von außerhalb meines Heimnetzwerks zu einem Gerät in meinem Heimnetz verbinden. Das kann zum Beispiel der Router, die Fritzbox sein, weil dort Dateien drauf liegen. Das wäre eine Option. Oder weil zum Beispiel meine Fritzbox faxen kann und die Faxfunktion will ich mal eben nutzen. Bin aber nicht zu Hause, muss ich mich von außen verbinden. Als Beispiel habe ich jetzt hier ein Handy und einen Mobilfunkmast genommen. Naja, ich bin ja dann nicht im Heimnetzwerk, wenn ich im Mobilnetz bin und möchte mich aber trotzdem verbinden. Jetzt sage ich meinem Handy, verbinde ich doch mal zu meinem Heimnetz oder zu meiner Fritzbox zu Hause. Naja, das Problem ist aber einfach, der Service Provider vom Mobilfunkmast, der kennt einfach euer Heimnetz nicht. Jetzt steht eine IP-Adresse am Router im Heimnetzwerk. Jetzt wäre die naheliegendste Lösung, einfach diese IP-Adresse mitzugeben. Das geht mit einigen Beschränkungen. Also ich gehe mal auf die Lösung Nummer 1, das ist die feste IP-Adresse. Die IP-Adresse, die ich jetzt also da unten habe in meinem Router, die gebe ich jetzt einfach meinem Mobilfunkprovider und der verbindet sich. Das wird funktionieren. Allerdings muss ich hier darauf achten, dass ich in meinem Vertrag eine feste IP-Adresse gekauft habe. Das sind immer Spezialtarife, sind oft Business-Tarife und die sind auch ein bisschen teurer als normale Tarife, wo man eine feste IP kriegt. Die Telekom, die war einer der ersten Provider auf dem Markt oder mit der Post halt der erste Provider und hat deshalb noch sehr viele IP-Adressen zu vergeben. Die können das relativ unkompliziert machen, bei anderen Providern sieht es da schon ein bisschen anders aus. Blöd auch, bei der Telekom muss man Mathe können, um zu wissen, was man dann eigentlich zahlt. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, das ist jetzt die eine Lösung, die man machen kann. Die zweite Lösung ist einfach ein dynamischer DNS, das setze ich persönlich ein. Da haben wir wieder unsere IP-Adresse und hier ist jetzt ein Server mehr dazugekommen. Wie funktioniert das Ganze? Naja, ich brauche eine Domain. Und zwar sieht das dann nämlich am Ende so aus. Der Router meldet jetzt zu dem DNS-Server, das ist eine vereinfachte Darstellung, der meldet einen DNS-Server, das ist meine IP-Adresse. Auf dem DNS-Server ist dann eine Domain verknüpft, die habe ich hier mal dynns.adresse.de, das ist jetzt irgendwas Generisches, habe ich mir ausgedacht. Die ist da hinterlegt in dem DNS-Server und der verknüpft jetzt diese beiden Informationen. Das heißt, ich frage mit meinem Handy jetzt diese Adresse an, also keine IP-Adresse mehr, sondern also eine Domain. Was macht dann mein Provider? Der fragt erstmal den DNS-Server, ja, was für eine IP hat denn diese Adresse, die hier gerade mein Kunde anfragt? Dann gibt er zurück, naja, die hier. Der hat mein Router ja gemeldet, von daher kennt er die. Und dann kann er sich verbinden. Funktioniert auch. Warum muss ich das machen? Naja, das hatten wir ja vorhin mit der festen IP-Adresse. Nicht jeder Vertrag, also die wenigsten Verträge, die meisten Privatkundenverträge, haben keine feste IP-Adresse. Das heißt, die IP-Adresse von eurem Heimanschluss, die ändert sich in regelmäßigen Abständen. Es war mal irgendwie bei 24 Stunden bei der Telekom. Und um dieses Problem zu umgehen, dass sich diese IP-Adresse ständig ändert, schalte ich quasi einen DNS-Server und eine Domain dazwischen. Und dadurch, dass mein Router die neue IP-Adresse dann sofort immer meldet, kann ich mich eigentlich sofort immer verbinden, weil die Adresse ist ja bekannt. Jetzt ist natürlich die Preisfrage, was kostet das Ganze? Naja, ich kann es zum Beispiel bei noip.com kostenlos registrieren. Ja, da bekomme ich zum Beispiel kostenlos 3 Hostnamen und muss aber immer wieder bestätigen, mit einmal im Monat muss ich mit so einem Capture bestätigen, dass mir die immer noch gehört. Wenn ich das nicht jeden Monat bestätigen will, dann muss ich $25 im Jahr zahlen und da kann ich dann auch mehrere Hostnames drunter nehmen. Blöd bei dieser Bestätigung ist dann, wenn man die einmal vergisst oder irgendwie die wandert in Spam oder was auch immer die Mail, dann ist die Domain erstmal weg und ich kann mich nicht mehr verbinden. Ist auch ein bisschen nervig, diese ständige Capture lösen. Also ich fand das nicht so toll. Habe ich aber die ganze Zeit gemacht, geht auch. Also da ist jetzt erstmal nichts gegen zu sagen. So, ich habe jetzt zufällig den Anbieter do.de gefunden und da kann ich mir einfach eine DE-Domain kaufen. Und eine DE-Domain, die ist bei dem am günstigsten, nämlich mit 39 Cent. Diese Domain Online zum Beispiel da, das ist nur ein Angebot, die für 33 Cent, also die dauerhaft günstigste, sagen wir mal so, ist die DE-Domain mit 39 Cent im Monat. Einrichtungsgebühr ist 1,49 Euro und ja, dann zahlt man halt laufzeitmäßig im Jahr 4,68 Euro. Also ich fand das recht günstig und da kann ich jetzt erstmal so viele dynamische DNS-Namen drunter nehmen, wie ich möchte. Also ich werde da zum Beispiel meine Familie mit drunter nehmen und noch ein paar andere Leute. Und wenn ich das ja gut nutze, dann, keine Ahnung, hat man 5 Leute vielleicht darunter, die auch dynamische DNS haben wollen, kann man sich ja aufteilen, zahlt man halt irgendwie 1 Euro im Jahr. Ja, dafür lohnt sich dann schon nicht mehr, diese Captures von NoIP zu klicken. Also, klarer Spartipp von mir, bei do.de eine Domain registrieren, dann sich manuell ein paar DNS-Benutzer anlegen zu lassen und dann geht das los. Ja, wie funktioniert jetzt das Ganze? Da müssen wir nochmal einen Schritt gehen, nochmal kurz zurück, und zwar im Router. Da schaut man in euren Router rein, da gibt es DynDNS oder dynamische DNS, da gibt es nochmal eine Einstellung,
kann eigentlich fast jede Route, das kann man auch im Raspberry zum Beispiel konfigurieren oder im QNAP NAS kann ich das konfigurieren, dass die IP gemeldet wird. Das kann im Grunde jedes Gerät, kann ich im schlimmsten Fall auch in Windows konfigurieren, nur man macht das natürlich auf einem Gerät, das immer läuft und sobald eine Änderung der IP stattfindet, die auch melden kann. Also meine Fritzbox macht das bei mir zum Beispiel.